Er sagt, wir kämpfen gegen Tiere. Mazor muchlat an Eir Aza. En Chashmal, en Mazon, en Maim, en Delik. Kol Sagor. Nachmu nirchamim b'chayot Adam, v'anachmu nuagim b'etem. Du hast recht. Ihr kämpft gegen Löwen. Möge Allah dieses Volk befestigen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala sie von allen Seiten der Unterdrücker bewahren. Allahumma amin. Löwen sind sie. Löwen sind das palästinensische Volk. Wie viele eurer Terrorangriffe haben sie bis jetzt, walhamdulillah, mit Jahren und Jahren immer geduldig ertragen? Und bis jetzt. Bis jetzt seht ihr, dass diese Leute gerechte Leute sind. Und Leute, die walhamdulillah, und ich rede über die Bevölkerung, das sind Leute, die all diese Strapazen mitmachen, obwohl das ein menschenunwürdiges Leben ist und die sogar angeboten haben, eine Zwei-Staaten-Lösung zu akzeptieren. Mit wem redet ihr? Über wen redet ihr? Welcher Teufel hat euch geritten, dass ihr sagt, das sind Terroristen? Wallahi, das Schlimme in diesem Land und in den anderen Ländern ist die heuchlerische Politik, liebe Geschwister. Stellt euch mal vor, dieselben, die jetzt die Palästinenser als Terroristen bezeichnen, sind diejenigen, die bedingungslos mit der Ukraine zusammenstehen. Ich habe jetzt eine Frage. Was ist der Unterschied zwischen Ukraine und den Palästinensern? Ihr sagt doch, diese Ukrainer, die werden unrechtmäßig behandelt. Man wollte sie einfach einverleiben. Das ist eine Frage. Was ist das zu einem Unterschied? Ist das ein Unterschied zu Palästina? Unterschied? Oder weil sie keine blonden Haare haben und eine weiße Haut haben, haben dadurch die anderen ein anderes Privileg. Richtig, sie sind keine Ukrainer, aber sie sind Menschen. Vielleicht denkt ihr einmal darüber nach.